Moin Leute, wir reagieren heute auf Luca. Ja, perfekt. Machen wir kurz auf Pause. Den Beruf erraten, das wird ganz spannend. Ich hoffe, das wird gut und wir erraten alle. Ja, wir hatten das Video bei Luca gefunden, das wird uns angezeigt. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Und los geht's. Anhand von Emojis zu erraten. Hallo Leute! Hi! In diesem Video geht es darum, Berufe anhand von Emojis zu erraten. Boy, ey, ich könnte heulen! Wie viele Berufe wirst du wohl erkennen? Um welche Friseur! Handelt es? Friseurin! Oder Friseur! Es ist natürlich der Friseur! So! Ja! Ich find's immer irre, ein verantwortungsbewusster Beruf ist. Als Friseur bist du einfach dafür verantwortlich, wie eine Person die nächsten Wochen oder keine Ahnung, Monate ja manchmal bei einigen Mädels, wenn ich das so mitbekomme, wann die zum Friseur gehen, wie diese Person für die nächste Zeit aussehen wird. Nicht Weisheit mit Luca, sondern Weisheit mit Paul und Theresa. Wie sieht's mit diesem Beruf aus? Schlachter. Metzger, Schlachter. Und ich versuch, das ist der Metzger. Ja, Metzger, Schlachter ist dasselbe. So. Ja. Komischer Beruf. Ich hätte ja auch gesagt Metzger. Nummer also, ja. Welcher Beruf ist das? Angler. Fischer. Angler. Fischer. Fischer, Angler, weiß ich nicht. Beziehungsweise die Fischer. Heute wirklich alles richtig. Ich sag's euch. Wow. Ich sage alles richtig. Kein einziger Fehler. Nummer 4. Erkennst du? Postbote. Es ist der Postbote, beziehungsweise die Postbote. Tatsächlich. Früher habe ich immer als Kleinkind dieses, weil wir auch so einen Briefkasten hatten, das andersrum gemacht. Da war da nämlich ein L. Lappen. Nummer 5. Welcher Beruf wird hier? Regisseur. 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 Ich kann dieses aussprechen. Wort nicht aussprechen. Ich auch nicht. Regisseur, Regisseur, was auch immer das sein soll. Es ist der Regisseur. Ja. Regisseur. Generell gibt es voll viele Emojis, die richtig mit Liebe zum Detail erarbeitet wurden. Nummer 6. Was ist das für ein Beruf? Zahnarzt. Was? Zahnarzt. Ein paar Sekunden später. Der Lacharzt? Der Lacharzt! Oh. Warte mal, das soll aber nicht Zahnarzt sein, oder? Dann hätten die doch hier einen Zahn abgebildet. Also ich sage jetzt trotzdem mal Zahnarzt. Aber das ist ein lachender Emoji, hast das ist kein gewusst? Zahn. Es ist der Zahnarzt. So. Aber davon blendet ja kein Nummer Zahn. 7. Welcher Beruf ist Klempner. Der Klempner. Offiziell bezeichnet als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Ah, ganz ja. Kurz, ich habe zwei Fragen. Erstmal Klempner ohne T. Da waren ja beide Versionen von mir falsch. Und ein Anlagenmechaniker für was? Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik. Darüber habe ich mit Sandra schon mal im Podcast. Welcher Beruf ist das? Zauberin. Oh. Hellseherin. Ja, glaube ich auch. Oder? Entweder das ist eine Wahrsagerin oder eine Zirkusdirektorin. Wahrsagerin. Ich würde sagen, das ist die Wahrsagerin. Wahrsagerin. Wobei, Wahrsagerin. Als Beruf bezeichnen. Hast du eine Idee? Es ist die Hellseherin. Ja, Wahrsagerin, Hellseherin. Also ist beides dasselbe. Genau wir lassen es durchgehen. Ich würde sagen Mechaniker. Automechaniker. Die werden jetzt allerdings wahrscheinlich sagen, das ist ein Kfz-Mechatronikmeister für Automobile. Nicht falsch. Ich habe gesagt, auch mit seinem Podcast darüber geredet. Alles richtig und wichtig, aber... Bist du drauf gekommen? Bisschen. Es ist der Kfz-Mechatroniker. Mechatroniker? Mechatroniker, was? Warum die Mechaniker? Was heißt Mechatron? Wegen, ach so, hier Elektronik wahrscheinlich noch mit drin. Autos sind ja gefühlt auch Computer, die du mittlerweile reparierst, ne? Nummer 10. Erkennst du auch diesen? Türsteher. Türsteher, danke, Luca. Ich find's aber mal cool. Das ist der Türsteher. Das ist, der Architekt... Würde ich sagen, es geht um ein Haus, ein Computer ich keine und ein Geodreieck. Das ist der Architekt. Ja, Architekt. Also ich bin ganz Luca ehrlich, von den Animationen Antwort. Fand ich das Video vorhin ein bisschen cooler. Nächster Beruf. Wir haben hier wieder den Regisseur. Wir haben jetzt hier allerdings kein Filmband, sondern einen Fernseher oder irgendwie so. Das Video ist allerdings auch schon von 2018. Regisseur ist auch wieder richtig. Deswegen ist das Ganze hier, was ist denn das? Wissenschaftler. Wissenschaftler. Physiker? Nee, Chemiker. Chemiker, Wissenschaftler. Chemiker. So. Ist eigentlich dasselbe, ne? Was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. Zauberwesen. Schauspiel. Und da kommt ihr nicht auf die Idee, eine einzige Kamera hier mit reinzupacken? Das lassen wir raus. Das ist nicht fair. Weiter geht's mit Pizza und Döner. Koch? Aber es gibt auch Koch-Emoji. Oder was ist das jetzt genau? Oder Imbissbuden? Genau, okay, Koch. Wahrscheinlich, ne? Ich klingel auch mal und dann werden die Tiere getötet. Das hier ist auch der Ich meine, das ist ein Farmer. Es ist natürlich doof, dass sich hier einige Sachen überschneiden.
Mauer, ja, zählt, glaube ich, auch. Lassen wir auch nicht durchgehen. Da fehlt ein Feld oder ein Traktor. Irgendwas, aber nicht nur die beiden Tiere da. Weiter geht's. Ein Laptop und ein Kaffee. Was ist das? Weiß ich nicht. Kaffeehalterin? Weiß ich nicht. Kaufmann! Der macht doch Kaufmann? Einen Einkaufsbeutel oder Geld oder irgendwie eine Krawatte oder so. Das sieht aus, als würdest du am Computer planen, wie man den besten Kaffee macht. Lass mal auch nicht durchgehen. Was ist das für ein Pass. Schwachsinn? Hier haben wir eine Sonne und Regen. Das heißt, es ist ein Meteorologe. Also das ist einer, der das Wetter ansagt. Meteorologe. Lernt zu lesen. Was ist das? Beziehungsweise so lernt oder was? Ein Typ und acht Frauen. Schauspielerin. Nee, Lehrer. Was ist das schon wieder? Wir haben eine Dolmetscherin. Bubblegum. Haben und rechts auf, okay, Dolmetscher. Okay, sehr gut. Ich bin wieder in Form, meine lieben Freunde. Ich dachte, es wäre Bubble. Einen Fehler gemacht und das war's doch auch das schon. Ist Bubble. Einmal. Das ist natürlich auch leid. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und auch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie viel ihr richtig habt. Ich weiß nicht, wie das angeht, deshalb, das geht nicht. Auf jeden Fall, ich würde dann mal sagen, ciao. Tschüss.